herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, wir werden uns heute ein wichtiges Thema anschauen, und zwar deine seelische Evolution. Ich habe mir gedacht, dass ich für jeden Sternzeichen ein Video drehen werde. Ich werde schauen, dass ich das auch so schnell wie möglich es hochladen kann. Und wenn ich es auch nicht schaffen würde, ich weiß ja ganz genau, dass ihr das Verständnis habt dafür. Denn es ist ja so, bei mir ist es zeitlich halt sehr knapp. Aber ich werde versuchen, jeden Tag ein Sternzeichen hochzuladen. Das ist ja so, ich habe schon mal so ein Format gedreht, also so ein Video. Falls ihr jetzt neu seid, könnt ihr schauen, oder ich werde euch auch dieses Video verlinken. Das ist aber so, ich habe jetzt das nicht für jeden Sternzeichen gedreht. Aber diesmal habe ich mir gedacht, dass wir das so machen, dass wir für jedes Sternzeichen uns sozusagen diese seelische Evolution anschauen. Bei dieser Legung ist es auch so, ich werde mit diesen zwei verschiedene Orakelkarten schauen, welche Talente du hast, welche Fähigkeiten du hast. Also du könntest sie schon haben oder du kannst sie noch entwickeln. Das ist sehr wichtig, ne? Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist da draußen für euch alle, es muss nicht mit dir hundertprozentig in Resonanz gehen. Es kann nur ein Teil oder ein Wort, aber du wirst das spüren, ne? Und dann werde ich noch die Osho-Zen-Karte nehmen und diese wunderschönen Tarotkarten. Das sind die Los Garabeo. Ich glaube, The Gutes oder irgendwie sowas, genau. Also ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber ich habe sie schon mal benutzt. Die sehen so aus und schon haben wir hier eine schöne Karte. Auf jeden Fall werden sie uns auch behilflich sein, ne? Wo deine Herausforderungen sind, wo deine Blockade sein können. Wir wollen uns wirklich behilflich sein mit den Karten, ne? Und diese Legung ist zeitlos. Sobald du sie dir anschaust da draußen, ist sie gültig. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit bei den Karten. Es ist hier alles und jetzt, ne? Das ist sozusagen die Energie, die gerade fließt. Okay, ich würde sagen, dass wir starten. Du wirst immer dieses Intro sehen, ne? Das ist sehr wichtig, weil sonst muss ich ja bei jedem Sternzeichen noch einen extra Video drehen. Okay, ich bitte dich, geh einmal in dir tief hinein und visualisiere dich selbst. Atme ein und atme aus. Okay, ich bitte dich auch noch, das ist sehr, sehr wichtig, hör dir da auch dein Aszendent oder dein Mondsternzeichen an. Da kann auch was für dich dabei sein, ne? Okay, wir starten. Hallo, lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden gleich schauen, deine seelische Evolution. Wo befindest du dich gerade? Was bringst du für Talente oder Fähigkeiten? Das sind die Starseed-Karten, falls du sie noch nicht kennst. Ich mische sie mal ganz kurz durch. Okay, einmal. Und ich werde jetzt eine Karte picken im Kollektiven. Welche Talente oder Fähigkeiten bringst du mit? Sternenwächter. Oh, kosmischer Vorfahre. Sehe das Licht, indem du am Boden bleibst. Also das wundert mich hier nicht. Das heißt, du solltest immer auch auf dem Boden bleiben mit den Füßen, obwohl du auch hier Vorfahren haben könntest, die eventuell nicht von dieser Dimension sozusagen stammen. Das kann gut sein, dass du hier auch von ich würde mal sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also wartet mal ganz kurz, ich überlege. Die Lemurianer, die Atlantiden, hier ist auch sozusagen diese Vorfahren, die ganz am Anfang hier auf dieser Erde gelebt haben, ne? Okay, so, du könntest hier sozusagen auch in dir ganz viele Informationen haben, weil du siehst es ja hier durch diese Karte,
Das heißt, du bist hier ein Wächter, ne? Du wachst hier über irgendetwas, ne? Also, das ist sehr schön, lieber Löwe. Okay, wir machen weiter mit den Engel-Tier-Orakelkarten, lieber Löwe, wenn du sie nicht kennst. Eine Karte bitte. Ich möchte mehrere Talente, Fähigkeiten von dir wissen. Okay, einmal. Oh, was haben wir denn hier? Dachs. Bring dein Leben ins Gleichgewicht. Erzengel Maria und Sandalphon. Ich hoffe, dass ich jetzt das richtig erwähnt habe mit Sandalphon. Das ist jetzt nicht so einfach bei diesen Engeln. Also, du musst hier wirklich ins Gleichgewicht sein, ne? Du bringst hier ein großes Talent, eine große Fähigkeit in dir. Du hast sozusagen diese Mansion. Das ist ja auch so, dass du in dir dieses Licht trägst, lieber Löwe, weil die Karte sagt es ja, ne? Du hütest hier etwas, was schon länger auf diese Dimension ist. Du kommst mit Höchstwahrscheinlichkeit immer öfters hierher und du bringst dir auch hier dieses Erwachen, ne? Das heißt, entweder bist du schon erwacht, du bist schon sozusagen in deiner wahren Essenz, du hast deine Mission erfahren. Das könnte auch gut sein, lieber Löwe, dass du gerade dabei bist, dass du diese Fähigkeiten, Talente aktivierst, ne? Das muss jetzt nicht für alle sein, aber trotz dessen hast du dieses Licht in dir, ne? Bleib immer aber mit den Füßen auf dem Boden, ne? Du gehörst hierher. Das ist sozusagen, als würdest du auch die anderen führen können, ne? Sehr schön. Aber vergiss bitte nicht, diesen Gleichgewicht zu halten, ne? Zwischen hier und die andere Dimension, ne? Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht immer so, dass alle von der Erde stammen, ne? Es gibt ganz viele Seelen, die von anderen Dimensionen kommen, ne? Das steht auch in dem Purana drin. Also wer sich da auskennt und weiß, wie das funktioniert, das ist ja nicht so, dass wir alle uns immer an die Erde sozusagen, auf die Erde inkarnieren. Es kann auch gut sein, dass du von einer anderen Dimension, du hast dich vielleicht schon öfters hierher inkarniert, du bringst hier sozusagen etwas mit, ne, auf dieser Erde. Das ist deine Mansion, das ist sozusagen deine wahre, ich würde sagen, Aufgabe, ne, die du bewältigen sollst. Okay, dann machen wir weiter. Okay, wir machen jetzt weiter mit den Osho-Zen-Karten. Ich möchte wissen, in welcher Energie du dich gerade befindest, lieber Löwe, in deiner Evolution, deiner seelischen Evolution. Wir reden hier von der Seele, ne? Wir reden hier von der Seele. Ein zweites Mal, das erste Mal habe ich schon gemischt, aber nichts hat sich gedreht. Ich bitte um mehr Informationen bezüglich den lieben Löwen da draußen. Okay, ein letztes Mal. Okay, eine. Oh, Wiedergeburt. Und, oh, okay, da sind mehrere. Wir nehmen sie. Okay, was haben wir denn? Wir haben einmal die Gemächlichkeit. Es geht hier langsam voran, aber trotz dessen kommen wir an einem sicheren Punkt. Und wir haben hier diese Selbstbeherrschung. Also das ist für mich wieder, dass ich das, was ich vorhin erwähnt habe bei dir, lieber Löwe, dass du hier nicht vergessen darfst, dass du immer diese Balance in dir hast, diesen Gleichgewicht, ne? Dass du hier ganz genau weißt, für was du hierher gekommen bist, ne? Ganz viele Menschen wissen es gar nicht, ne? Sie haben eine bestimmte Mansion, eine wichtige Aufgabe. Das Wichtige ist für mich nicht jetzt unbedingt, dass wir jetzt hier die Welt retten sollten, ne? Aber du kannst etwas beitragen, indem du in dir hineingehst und erwachst, um mehr Menschen wir sozusagen erwachen, ne? Um mehr erhöht sich auch die Frequenz.
Frequenz von dieser Erde, ne, von dieser Dimension. Von dem her, lieber Löwe, nimm es so auch für dich auf, dass du hier in deinem Kleinen auch anderen Menschen behilflich sein kannst. Vor allem solltest du dich hier selbst beherrschen, ne? So wie der König der Schwerter, ne? Er ist sich ganz genau auch, er hat diese ganze Disziplin auch in sich und nutzt es aus, ne? Also du hast hier schöne Karten. Ich würde auch sagen, bei dir, lieber Löwe, es könnte auch gut sein, dass du sehr viel durchgemacht hast. Es waren für dich nicht einfache Zeiten. Du hast da wirklich auch in Gedanken, im Verstand auch, ne, dich sehr oft mit deiner Persönlichkeit identifiziert, weil diese Karte zeigt uns ganz genau, wie dieser Mensch sich von diesem Löwe, ne? Der Löwe ist ja sozusagen auch der Ego, ne? Damit ist auch der Ego gemeint, metaphorisch. Und du, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Das ist der Wahnsinn. Ich muss mir mal ein Handy herstellen. Distaccare. Ich versuche das auf Deutsch. Ich löse mich auf, ne? Ich löse mich auf von diesem Ego, ne? Ich verstehe, dass ich hier auch nicht nur die Persönlichkeit bin, ne? Lieber Löwe, das wissen wir ganz genau. Ich bin auch vom Sternzeichen Löwe und ich kann das auch sagen. Ich habe mich früher sehr oft mit meinem Körper identifiziert. Wir sind ganz, also ich würde sagen, wir sind sehr stolz. Wir sind ganz auch sozusagen fixiert auf unsere Persönlichkeit. Das ist wirklich etwas sehr Starkes, was in uns ist. Aber ich habe gelernt, einen Unterschied zu machen. Ne? Ich bin nicht nur der Körper, ich bin alle drei Dinge. Das heißt Geist, Körper und Seele. Ne? Das gehört alles zu mir. Das ist richtig, dass du eine Integration haben wirst. Und du siehst es ja hier. Hier wird es sehr schön gezeigt, dass es diese Wiedergeburt nimmt. Deswegen sage ich ja, du hattest vielleicht wirklich ganz viele Dinge in deinem Leben, die du bewältigt hast, lieber Löwe. Und wenn du ja gerade auf diesen Kanal gestoßen bist, dann ist es ja auch kein Zufall, ne? Okay, wir machen weiter mit den Tarotkarten. Ich weiß jetzt nicht, ob du sie kennst, für die, wo neu sind. Das sind auch Tarotkarten, aber die sind eher auf dieser spirituellen Ebene. Okay, jetzt möchte ich deine aktuelle Situation wissen. Für dich, lieber Löwe. Oh, verteidige deine Situation. Ich würde sagen, gerade jetzt aktuell, das ist so, als ob du hier um dein Leben kämpfst. Das ist so, als ob du hier jemand verteidigst, deine Situation verteidigst, deine Aufgabe, ne, deine Mansion. Also das ist für mich hier wirklich, lieber Löwe, sei dir auch achtsam und sei dir immer bewusst, für was du kämpfst. Ne? Dieses Kämpfen ist ja nicht jetzt sozusagen etwas, was wir jetzt hier Gewalt anbringen. Ne? Das ist dieses Kämpfen, dass du nicht aufgibst, lieber Löwe. An die erste Niederlassung oder wie kann man das sagen, wenn die erste Enttäuschung kommt oder das allererste, du schaffst das nicht, trotz dessen kommst du weiter, trotz dessen stehst du auf und du kämpfst, ne? Genau, also lieber Löwe, sei dir wirklich bewusst, was du gerade verteidigst in dein Leben. Es ist hier sehr wichtig, ne? Okay, machen wir weiter mit deiner Herausforderung für deine seelische Evolution. Was wird deine Herausforderung, lieber Löwe? Was wird deine Herausforderung? Bitte eine Karte. Okay, einmal. Was wird deine Herausforderung, lieber Löwe? Da ist schon eine herausgesprungen. Dass du immer standhaft bleibst. Das ist so, als ob für dich, du siehst es ja hier, 6 und 7. Für deine Gemütlichkeit, das, was du erreichen möchtest im Leben. Wir wissen ja ganz genau, 6 ist die Zahl der Stabilität, der Vollkommenheit. Damit du diese Vollkommenheit erreichst in deinem Leben, musst du kämpfen. Das ist ja klar, du bist nicht umsonst in diesem Sternzeichen sozusagen. Oder hast du einen Aszendent, dein Mondsternzeichen befindet sich hier. Dann heißt es, du musst kämpfen. Der Löwe ist ja derjenige, der auch kämpft, der nie aufgibt. Das, was ich immer sage, der Löwe gibt nicht auf. Egal, ob du jetzt wirklich
dich jemand erniedrigt oder dich fertig macht. Du kommst von einer Situation, die für dich nicht gut ist. Du stehst wieder auf und du fängst wieder an und du überholst auch, ne, die anderen. Das ist auch so eine Sache, die muss jetzt nicht mit dir in Resonanz gehen, aber vom Löwe her, von dem Charakter her, ist es ja auch so, dass der Löwe vergleicht und sagt, okay, diese Person ist so, diese Person macht das so, ich weiß, dass ich das auch besser machen kann, ne? Das heißt jetzt nicht, dass es hier schlecht gemeint ist, sondern du möchtest immer eine Stufe höher erreichen, ne? Und das ist deine Herausforderung, lieber Löwe. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber du musst dir die Dinge auch erkämpfen, ne? Das ist deine Herausforderung. Wenn du diese Ruhe haben möchtest, diese Vollkommenheit haben möchtest, darfst du nicht aufgeben im Leben. Immer aufstehen und das sozusagen, was du erreichen möchtest, fällt dir nicht vom Himmel, ne? Das hast du, das bekommst du nicht geschenkt, lieber Löwe. Sehr schöne Karten, Kompliment. Wie gesagt, ich nehme mir auch da eine Scheibe. Wie gesagt, Krebs und Löwe sind ja nach dem Vedischen von mir. Und wie gesagt, ich lade dich auch ein, wenn du dir diesen Video anschaust, lieber Löwe, schau dir bitte auch dein Mondsternzeichen an und dein Aszendent, ne? Okay, das waren deine Karten, lieber Löwe. Wie gesagt, nimm bitte nur das, was auch mit dir in Resonanz gehen kann. Du kannst mir auch gerne schreiben, ne, ob hier irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist, ob du das fühlst, dass du in dir auch diese Mission hast, ne? Wie gesagt, das muss jetzt keine Riesenmission sein. Wir haben alle eine Mission. Wir sind alle anders seelisch. Wir sind zwar alle gleich Menschen, ne? Das ist ja klar, aber jeder hat seine eigene Mission, ne? Jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise. Okay, lieber Löwe, das war alles. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Likes. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, pass auf dich auf. Tschüss!